Ich weiß ja nicht, aber wenn ihr sagt... Ey, Lukas. Was? Lang? Weiß ich echt. Anatomie. Wir spielen gerade, wie heißt das nochmal? Tabu. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Merkt ihr die Aggression hier immer? Dann bringst du wieder neue Musik raus. Auf jeden Fall bald. Nächstes Jahr. Safe nächstes Jahr. One day I will be a fashion designer. Yes, you will. Allein, dass du die Confidence hast. Englisch, ne? Ja. Yeah. Alone. That you have the confidence to... Say that? Ich hab's gelassen, das ist der Vorführeffekt. Okay. Ich kann aber Englisch. I love you, I love you too. Auf YouTube einmal wer wird Arzt und er meint, wer hier. Da geht die Post ab. So, ist das? Noah Blei, danke schön für die. Ja, nee, der ist noch ist. Ich kann es wegschmeißen. Jetzt, weil du ihn angefasst hast. Ja. Danke. Danke schön für den Taking Hand, danke schön an Semi für die ganzen Pandas. Schöne Grüße an dich. Wow, Steffi, DCT, danke schön für den Love Bang. Danke an die ganzen Pandas für euch. Du bist cool, danke, du bist auch cool. Wie nett alle sind. Ja, Mann, voll. Goldsaft kommt aus Grafschaft. Das ist direkt bei mir und um die Ecke. Ja, da bin ich dabei. Schick die mal ein Paket rum, oder? Also ich hab's einmal probiert, ich hab gerochen und es war... Geht so. Ich würde das für 10 Euro nicht essen. Oh, doch, für 10 Euro würde ich probieren. Ein Toast? Komisch, ja. Aufessen ein Toast oder nur... Das ist einfach nur süß. Danke Steffi für die... Ja, für das fühlt sich auch so Instant Diabetes. Bekommen. Ja, genau. Ja, und was, wenn ihr Honig esst? Schmeckt genau wie Honig. Ist natürlich. Okay, Zuckerrüben. Zuckerrüben ist auch natürlich. So riecht's aber nicht, sieht's nicht aus. Das Faye bekommt was zu Weihnachten. Auf jeden Fall kommt was zu Weihnachten. Ja. Ey, habt ihr irgendwelche Geschenkideen für Weihnachten? Ich brauche noch welche. Warum flüsterst du? Die ist nicht hier. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich hab in 2 weeks B-Day. Happy B-Day in 2 weeks. Hä, du hast doch erst am 3.6. Stimmt. Privet. Mit Faye Videos. Ja, müssen wir wieder machen, aber was für Videos? Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was für Videos. Aber eine Kette. Dankeschön. Mach ein Video dazu. Worüber? So das Geschenk, meine ich. Eine. Oh, Geschenk ihr dir? Eine Trennung. Nicht lustig. Armband ist schön. Aber ich will was Spezielles, weil es ist schon 100 Mal so geschenkt worden. Armband, Kette ist immer so süß, aber. Rolex. Erstmal aufnehmen. Ja, sie versteht das, dass ich das lustig meine. Hast du eine Freundin? Ob ich sie hasse? Nein. I'm afraid of you. Why are you afraid of me? I'm back, lol. What's good, you're back? Nazli, Verlobung. Oh, Verlobungsring? Komm, ich bin doch jetzt 20. Chill. Eine Hochzeit. Ein Hund mit Namen drauf. Ein Hund mit Namen drauf? Ah, nee, ein Hoodie. Oh. Oh. Ein Hoodie mit Namen drauf. Ihr könnt auch, by the way, apropos Hoodie, ihr könnt gerne in meinen Shop gehen, lukas.shop.de. Da gibt es die besten Hoodies zu Weihnachten. Welches Sternzeichen bist du? Ich bin Sternzeichen Zwilling. Teddy. So ein Riesen-Teddy wäre cool. Teddy. I only speak English but I'm German because of my mom. What's up? You can talk English too here. Don't worry. We understand you. Don't worry. Be happy. Schenk ein Hoodie von mir. Auf jeden Fall schenk ich ein Hoodie von mir. I love you too. Steffi, danke schön für die ganzen Love Banks und Italian Hands. I appreciate that. Lukas, du und deine Freunde sind so süß. Dankeschön, das ist sehr süß von euch, für euch. Sehe ich so aus, als hättest du Geld? Guck mal,
Viele sagen immer, ich habe kein Geld zu kaufen, aber warum gibt es denn Weihnachten? Damit eure Eltern euch was richtig Nices schenken können. Und wenn sie euch was schenken wollen, können sie einfach auf die Website gehen. Und die ist ganz einfach. meinname-shop.de lukasriger-shop.de und dann kommst du einfach, kannst du Fakers-Witze? Nein, ich will Fakers-Witze. Du meinst doch am Anfang, dass du Anfang Januar oder so, ja. Mitte Januar machst du auch ein Gewinnspiel. Stimmt. Auf YouTube, für die, die keinen bekommen haben, weil die alle weg waren oder so. That's the point. Ich wollte es noch nicht sagen, aber ich kann es euch sagen. Ich werde auf jeden Fall auch an jeden, der keinen bekommen hat, weil ich denke mal, morgen ist der Homecoming-Hoodie ausverkauft ungefähr. Wir haben gerade heute die Stückzahlen gecheckt und da der Hoodie bestickt ist, also wie hier, es ist Stick drauf sozusagen und nicht bedruckt, sondern richtig Stick, können wir nicht so viele davon machen. Deswegen wird der Hoodie wahrscheinlich morgen ausverkauft sein. Aber wenn ihr noch einen haben wollt, könnt ihr mir auch gerne auf YouTube folgen, denn da werde ich auf jeden Fall noch einen, auf jeden Fall eine Dings machen, einen Gewinnspiel machen irgendwann nächstes Jahr. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr auch gerne sagen, ich bin down. Erstickt. Alright, people. Dann, ich würde sagen, es macht mir sehr viel Spaß, wieder hier live zu gehen auf TikTok. Ich sollte mal öfter live gehen auf TikTok. Wenn ihr darauf auch Bock habt, dann schreibt mir bei Instagram, da heißt ich Lukas Rieger genauso wie hier. Oder kommentiert einfach mein neues TikTok mit live, also L-I-V-E. Was geht ab, Eimann? I see you. Und dann werde ich mir öfter live gehen und werde euch mal erzählen, was ich jetzt genau gekorbt habe für Weihnachten. Es ist einfach in einer Woche Weihnachten. Ich habe erst ein einziges Geschenk. Ein einziges Geschenk. Also, wenn ihr Ideen habt, schreibt mir gerne bei Instagram, Lukas Rieger. Ich bin offen für alle Ideen. Ja, wirklich. Werbung. Wir können gerne. Ich schreibe nachher mal ein paar Leuten bei Instagram direkt zurück. Also, guckt da vorbei und wir können zusammen überlegen, was ich denn so alles meinen Family und Friends schenken könnte. In dem neuen Hoodie von dir steckt so viel Arbeit. Das tut's auf jeden Fall. Deswegen gönn ich ihn euch. Ich gönn mir jetzt auch einen nochmal. Ich höre mir